neuen Video hier auf diesem wunderbaren Zweitkanal. Manche sagen, es sei der beste Zweitkanal auf der ganzen weiten Welt. Nämlich nämlich Riso, ja lol ey. Ja lol ey. Heute habe ich zwei tolle Gäste da. Und zwar den Tim und den Jan von Gewitter im Kopf. Sagt hallo. Danke, dass wir hier sein dürfen. Wir spielen heute was Besonderes. Ich habe es den beiden schon erklärt, nämlich wie wir heute die Leise sein Challenge, die wir mit Joey und Joe gespielt haben. Und zwar geht es bei der Leise sein Challenge darum, dass der liebe Tim, der neben der Kamera steht, sagt doch mal hallo. Guten Tag. Der hat da ein Gerät, was die Lautstärke misst. Tim sagt uns Sachen, wir müssen leise sein, sodass das ganze Spiel fertig. Das ist meine Spezialität, ne? Ja, ja, was ist denn die erste Aufgabe, lieber TJ? Wir fangen mal langsam an. Allahu Akbar! Das ist nicht die erste Aufgabe. Einfach mal die Nerfgun leise nachladen. Leise nachladen, okay. Also einfach hier ziehen. Nachladen, du Teuerhältisch! Okay, das heißt, du misst und wir müssen reihum jetzt nachladen. Genau. Okay. Jetzt. Psch. Das war bei 92,8 Dezibel. Ich weiß gar nicht wieso. Ich weiß auch nicht. Möchtest du? Ja. Kann ich dir eine Waffe anzugeben? Nein! Okay. Okay. Vielleicht soll ich vorher die Patronen rausnehmen? Aber es geht ganz schnell. Okay. Jetzt. Ich weiß ja nicht, wann wir anfangen. Ich weiß es auch nicht. Okay. Wollen wir einmal leise zusammen? Hey! Okay, gut los. Arsch! Okay, es waren nur 91,2. Das ist wirklich egal. Ja, okay. Nein! Das ist überhaupt los. Nein, lass die Waffe los. Okay, tu das nicht. Drin, da ist eigentlich geflogen. Okay, bist du jetzt der Schlechteste? Das kennt der Schlechteste, ja. Leise sein. Arsch! Zwischen die Augen! Ah, nur 87,7. Hey, damit warst du der Beste. Ich war der Schlechteste. Wollen wir noch eine Bestrafung einführen? Was? Check ich! Okay, das war die Bestrafung. Okay. Leg das mal wieder mal weg. Uiuiui. Okay. So, das war auf jeden Fall eine gute erste Runde. Was ist die nächste Aufgabe? Die nächste Aufgabe ist, einmal das Backpapier komplett durchzureißen. Also einmal von oben nach unten durch. Ich töte! Und du fängst an. Ja, du fängst an. Bist du ready? Ja. Und ab. Abfahrt. Das Ding ist, beim letzten Spiel war es so, dass ich einfach leise sein musste. Und jetzt müssen wir auch schnell sein, weil ja immer ein Tick kommen könnte. Das heißt, man muss abwägen, wie schnell ziehe ich ab. Bist du ready? Ja. Ja! Hitler! Okay, 95,1. Dann war ich der Leiseste diesmal. Was ist der Leiseste? Was ist jetzt die Bestrafung? Nichts. Okay, ich will Strafen für alles. Ich leg die Waffe wieder auf den Tisch. Nein! Okay, nächste Runde. TJ, okay, erkläre, was müssen wir tun? Ist das nicht Coca-Cola? Man weiß nicht, welche Marke es ist. Es ist ja abgeklebt. Okay, ihr müsst Flaschen leise aufmachen. Flaschen leise aufmachen. Natürlich. Okay. Du hast Ben Herr, der ist schlumpf. Nein. Kriegen wir fängt Tim an. Okay. So nach hier. Ist ready? Ja. Vulkanausbruch! 89 Dezibel war gut. Das war gut. Glaube ich zumindest. So, als wir das letzte Mal gespielt haben, da waren so 70er Werte gut und jetzt ist schon so ein 80er. Nice. Rizzo ist dran.
87,7. Ey, komm. Geschlagen. Ich bin ja auch am nächsten dran mit meinem Mund an dem Ding. Bist du ready? Ja. Achso, wir waren 80 und du bist der Leiseste. Ja. Du warst noch mal 10 leiser. Ja. Krass. Oh, ich glaube es nicht. Krass. Oh. Nope. Nein. Schnell zumachen. Ja. Vulkanausbruch. Das mit der weißen Hose war jetzt mein Fehler. Tücher. Das ist meine Wichstücher. Okay, nächste Aufgabe. Ich habe hier eine deine Chips-Tüte. Die ist offen. Die ist offen. Ich wusste irgendwie, dass das passiert. Aber erwartet. Was für ein Move! Chips-Tüte und was soll man da? Was okay. Soll man damit machen? Die ist doch schon offen. Man konnte leider nicht mehr messen, wie laut das war. Doch, er hat gemessen. Echt? Es war 104 Dezibel. Echt? Ich hab drauf gesogen. Oh. Die eigentliche Aufgabe ist, ich wollte diesen Panda, diesen kleinen Panda hier, in die Chips-Tüte reintun und ihr müsst ihn rausholen. Ah. Der kommt hier rein. Ich will dich gefährden. Hier ist irgendwo der Panda drin, ihr müsst ihn jetzt rausholen. Ich würde sagen, Jan fängt wieder an. Ich hab die Tüte ja auch geöffnet. Bist du bereit? Ja. Und los. Ich glaube, lauter als das geht gar nicht mehr. Komm da raus, dein Vieh. Okay, wir sind bei 106,2 Dezibel und es blinkt. Ich tu mal wieder da rein. Okay, wieso ist dran? Ja, ich weiß gar nicht, wo der ist. Ja, das ist auch Sinn der Sache. Ach so. Und go. Ich hatte ihn fast. Wo ist er denn? Ich hab ihn. 93,3. Ah, schnell. Ganz gut. So, und Tim ist dran. Bist du ready? Ja. Hey. 83,9. Nicht schlecht. Oh, nice. Tim. Ein leiser Mann. Ich muss ein bisschen Chips essen. Niemand hat sich die Hände gewaschen. Nächste Aufgabe. Ich habe hier Ballons, die werde ich gleich aufpusten. Lass mir doch ein. Und ihr müsst den Ballon versuchen, so leicht wie möglich kaputt zu machen. Ey YouTube, wenn ihr dieses Video entmonetarisiert, dann ist das Diskriminierung. Hallo, denkt mal drüber nach, macht das nicht. Ich lass dir sonst ein. Mit dem Luftballon, den müsst ihr... Ja, was sollen wir damit das machen? Das war ein guter Ruf. Ihr müsst versuchen, ihn so leicht wie möglich kaputt zu machen. Ah! Kannst du machen, was du willst. Auch so, du machst Ballon, denkst, Ballon geht kaputt. Wieso Finger? Okay. Es geht auch nicht los hier. Okay, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Und go. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Der YouTuber ist die beste, Leute, ganz ehrlich, das ist der beste YouTuber, Digga. Okay, das waren 111,5, das war noch nie, haben die so einen hohen Wert, noch nie. Ja, ich frage mich auch gerade, wieso es wieder blinkt. Oh, ja. Du bist der Nächste. Du hast zum Glück noch ein paar. Dann probier's mal, bist du ready? Ja. Also dumm ist das nicht. Dumm ist das nicht! Du hast noch 10 Sekunden. Es gibt ein Zeitlimit. Ab jetzt. Nice. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Das war nice. Also ich glaub, vor allem, das ist so typisch DJ, dass er beim Spiel Regeln erfüllt. Ja. Das kenne ich schon. So, ach, es gibt ein Zeitlimit, ja. Ab jetzt. Ja, wieso besucht mich? Das gefällt der CDU gar nicht. Nein. Ich gebe dir den und es geht sofort los. Okay? Go. Da.
Okay, das hat doch nie so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber du musst kommen an 12. Das ist mehr als ich. Ja, ich dachte auch. Aber deine Taktik war insane gut. Aufgerissen und dann rausgepresst. Ich habe gemerkt, wie im Kreis sein. Aufgerissen und dann rausgepresst. Wie im Kreis. Ey, dass Gisela so kreativ ist, finde ich so erstaunlich. Also ich könnte nicht mal so kreativ sein. Und du hast einfach nichts im Kasten. Nein, ich könnte nicht mal so kreativ sein, wenn ich mir Mühe geben würde. Wenn ich die ganze Zeit denken würde, okay, was sage ich jetzt zu dem Satz? Selbst dann würde ich das nicht schaffen. Das heißt, dein Unterbewusstsein ist das ja. Das ist schon erstaunlich. Das ist tatsächlich sehr erstaunlich. Da wundere ich mich selbst auch regelmäßig noch drüber. Auf jeden Fall krass. Okay, nächste Runde, lieber DJ. Tu nicht so, als ob du lesen kannst. DJ liest gerade noch nach, was wir als nächstes haben. Okay, wir haben nämlich tatsächlich noch eine Sache. Ja. Versuchen, so leicht wie möglich Salzstangen durchzuführen. Okay, dann fängt Rezo wieder an. Was muss ich machen? Salzstangen durchbrechen. Nimm dir, jeder braucht 6 Salzstangen. Ich glaube. Jeder braucht 6 Salzstangen. Okay, bist du bereit? Ja. Nein! Ganz normal. Okay. Okay. Ich finde, es war 66. Es war 66. 66 zählt. Tim hat sich schon welche genommen, dann zählt er als nächstes dran. Bist du bereit? Ja. Leise sein. Notte! Ich muss leider 86 sagen. Das ist leider der Zeit. Ich versuche jetzt erstmal, mir 6 Stück in einem ganzen Stück auszusuchen. Ja. Ja. Ja, ja. Ich habe heute erst gesagt. Arsch! Bist du bereit? Ja! Der hier drin macht doch was. Hey! Das war leider in der Zeit. Wir sind bei 101 und es blinkt wieder. Krass, dass das blinkt, das wusste ich gar nicht. Ja, 100 blinkt es. Ab 100 blinkt es. Wir lernen neue Sachen über dieses Gerät. Oh, was macht oh? Hey, aber damit haben wir doch alle geschafft, ja, ne? Alle Aufgaben, die der liebe TJ uns gegeben hat, haben wir damit absolviert. Wir haben das verhältnismäßig leise gemacht. Wir haben uns Mühe gegeben, es leise zu machen. Ja. Ist auch voll lieb von dir, dass du die so auf den Tisch dass wir uns alle so nehmen können, dass du ihn nochmal ein bisschen kleiner gemacht hast. Genau, jetzt sind die mundgerecht. Wer wünscht sich das nicht? Deine Gastgeber-Skills sind auf jeden Fall hervorragend. Sind wir fertig, oder? Wir haben auch ein Video gedreht bei den beiden auf dem Kanal. Das ist jetzt hier im Bild. Und da könnt ihr draufklicken, das ist sehr, sehr lustig. Da haben wir nämlich dieses Lügenspiel gespielt. Dieses, wo man sagen muss...